Now turn up. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zocken wir wieder Subnautica und suchen heute die Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Also das ist die, glaube ich, die beste Taucherflasche, die man haben kann, weil die hat die beste Kapazität von allen Taucherflaschen. Die hat irgendwie 300 CO2 oder so, kannst du da reinmachen, bevor der Reaper kommt. Wir befinden uns auf jeden Fall, alles klar Reaper, hör auf, ja reicht, Gott. Wir befinden uns auf jeden Fall bei der Aurora an den Triebwerken, drehen uns einmal um 180 Grad und schwimmen einfach rückwärts. Der Reaper hat da wohl Hunger. Bin ich auf jeden Fall wach. Wir reparieren ganz kurz mal die Seemotte. Gott, hallo. Und dann geht's auch gleich weiter. Dann schwimmt er einfach weiter hier. Da kommt hier von vorne schon der Eingang zu der Gazi-Basis. Dann müsst ihr einfach runter. Einfach hier runter. Hier sind auch ein paar so komische Schlangenviecher, keine Ahnung wie die heißen. Auf jeden Fall, die greifen euch nicht an. Also ziemlich selten und die machen kaum Schaden, also. Die machen vielleicht ein Viertel Leben, aber die greifen so selten an. Ist unwahrscheinlich, dass ihr davon angegriffen werdet. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier unten. Da müssen wir einmal da vorne rein. Ihr braucht einen Scanner dafür natürlich. Ihr braucht keinen Scanner dafür, was laber ich. Ihr braucht einfach gar nichts. Und ihr einfach durchtauchen. Jetzt geht auch mit einem normalen Seemotor, da muss hier aber auch runtertauchen. Dann ist hier vorne dieses Pult. Und dann habt ihr diese Taucherflasche. Ich will nochmal ganz gucken, was man braucht, um die zu craften. Dann überspringe ich ganz kurz. Bis gleich. So, dann befinden wir uns in der Rettungskapsel, weil ich noch keine Base gebaut habe. Und dann gucken wir mal, wie teuer diese Taucherflasche ist. Kann man die überhaupt craften? Kann man die hier überhaupt craften? Nein. Ja Leute, welche ich in einem anderen Video zeigen müssen, weil ich kann die hier leider nicht craften. Ja, dann würde ich sagen, teilt das Video mit euren Freunden. Lasst ein Like da und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Man braucht dafür eine Modifikationswerkstatt. Dazu werde ich auch noch ein Video hochladen, wie man die findet. Auf jeden Fall war es mit dem Video und haut rein.